Michaela Niedegger kommt durch eine Kollegin in Kontakt mit Alexander von Landen. Mit dem Ziel, ihre eigene Kraft wiederzufinden, wendet sie sich an ihn. Bereits die erste Behandlung löst in ihr einiges aus. Mein Herz war total offen und ich habe eine riesige Sehnsucht gespürt zum Ursprung von dort, wo wir alle zusammen kommen. Was vor allem war, ist einfach die wunderbare Liebe, die ich gespürt habe, die ich immer gesucht habe. Von Kind an habe ich die Liebe gesucht. Einfach die grosse Liebe, nicht die Liebe von Kind zu Mami und Papi, die auch schon gross ist, sondern einfach die Liebe, die keine Grenzen kennt, die keine Gegensätze kennt, die einfach ist. Und die habe ich einfach gerade gespürt. Ja. Die Arbeit mit Alexander von Landen verändert Michaela Niedegers Klavierspiel. Sie löst sich von Noten und Strukturen und findet einen ganz neuen Zugang zu ihrem Instrument. Und dann habe ich schon gemerkt, während dem Spielen, es tut sich so auf. So, es weitet sich irgendwie im Spiel. Es hat sich einfach gespielt und ich habe gespielt und ich habe gespielt. Und einfach aus meinem Herzen habe ich gespielt, was kommt. Und in dem Moment, wo ich Klavier spiele, bin ich ganz fest verbunden mit dem Ursprung von dort, wo wir alle zusammen kommen. Und dann lasse ich es einfach geschehen, was in meinem Herzen passiert. Eins zu eins spiele ich, nein, was kommt. Also ich weiß es auch nicht vorher, was kommt. Auch nicht als Kunde vorher. Ich spiele im Moment, was kommt, mit der Kraft oder mit der Leislichkeit oder mit der Dynamik. Ich erfahre sie selber eins zu eins in diesem Moment.